So. Wir sollten, glaube ich, nach Hause erstmal schlafen oder Abendbrot essen. Ich weiß es gar nicht mehr. Daniel hat mir von seinem Papa William erzählt. Er hat immer behauptet, dass er die Welt an der Oberfläche gesehen hat. Kennst du William John? Er redet gar nicht. Aber keiner hat ihm geglaubt. Alle nannten ihn einen Phantasten. Und dann ist er einfach puff verschwunden. Hans sagt, dass Menschen, die lügen, zum Charon geschickt werden. Hast du schon mal vom Charon gehört, John? Hey, John, denkst du, dass ich eine Phantastin bin? Ich habe die Welt an der Oberfläche wirklich gesehen. Sie ist blau und grün und riesig. Sie ist riesig, John. Frau Vase hat gesagt, dass morgen der Tag der offenen Tür in der Schule ist. Du musst auch kommen, John. Na gut, wir werden sehen. Du solltest Sam danken, weißt du? Ja, ohne sie wäre es dir wie deinem Vater gegangen. Hey, sag sowas nicht. Schon okay, das bin ich gewöhnt. Daniel, steh nicht so rum, mach schon. Sam. Wegen gestern, als du, dein Vater, als ihr mich gerettet habt. John ist nicht mein Vater, er ist einfach nur John. Oh, stimmt. Tut mir leid. Du meine Güte, das wird nie was. Was Großauge Auge sagen möchte, ist, dass er für eure Hilfe gestern dankbar ist. Ja, ich danke. Das ist alles wegen der L Lügen meines Vaters. Dein Vater hat nicht gelogen. Die Welt über uns. Das reicht. Na, was ist denn du musst mir versprechen, nichts davon in der Schule zu erzählen. Wenn die Schulleiterin davon erfährt, dreht sie durch. Dann mal los. Es wird ihr auch nicht gefallen, wenn wir zu spät kommen. John, ich gehe zur Schule. Der antwortet doch nie. John, es ist Zeit für die Schule. Okay. Das heißt, ich soll jetzt auch in die Schule gehen, dachte er auf seiner Tür. Naja, gut. Dann gehen wir mal dahin. Na, was hast du wieder für uns? Ah, da möchte jemand wohl was lernen. Denkst du nicht, dass es dafür ein wenig zu spät ist, John? Oh. Ich habe gehört, was gestern passiert ist. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Ich ballte dich im Auge. Ich habe das Kind gerettet. Ist ja wohl nie. Was ist das denn für eine? Brillenschlanges Mutter. Was hat sich die Schulleiterin nur gedacht, ein solches Kind in der Schule aufzunehmen? Suchst du Stress oder was? Tacht er auf der Tür und die lungern hier irgendwo rum. Sieh an, der Vater der kleinen Sammy kommt mit in die Schule. Wie lernbegierig. Ja, was für ein gutes Kind. Natürlich ist es ein gutes Kind. Ich hab Hunger! Mal sehen, was Park heute zu essen dabei hat. Davon hole ich mir dann später was. Sieht aus wie ein Schwein. Mit der Nase. Ich hab Feng auf dem Weg zur Schule gesehen. Ich hab bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Wahrscheinlich hat er sich wieder einen Streich für mich ausgedacht. Könnte passieren.
Vergiss nicht, du darfst in der Schule nicht über diese Sache sprechen, verstanden? Du meinst Onkel Müller? Ich will den Namen dieser Person nicht hören. Ich rede mit meinem Sohn, siehst du das nicht? Verschwinde! Ach, die Alte, ey. Die hat so einen Schuss. Ah ja, sie will gleich irgendwas erstmal gucken, was hier noch los ist. Erstmal alle anquatschen. Schule, ich vermisse diese Zeit. Der Tisch am Fenster war meine. Naja, dann kannst du ja hinsetzen. Und dann? Seid ihr auf Monster gestoßen? Oder andere schreckliche Dinge? Es gab keine Monster. Nur ein paar Rohre, die heiße Luft ausgestoßen haben. Eisendrache, du musst bestimmt der Eisendrache gewesen sein. Angeblich kann er mit einem einzigen Stoß heißer Luft zum Kochen bringen. Eisendrache? Klingt ziemlich cool. Ne? Achso, kannst du gar nicht mit denen so reden? Voila. Ja, kannst du gar nicht. Aber die Bergmänner sind verdammt zäh. Vielleicht werde ich eines Tages auch Bergmann. Achso, jetzt haben sie hier vernagelt. Okay. Alle durchsucht. Können wir mit Ilse sprechen. Frau Wahr. Der Unterricht fängt gleich an. Bist du bereit? Ja. Wir verbergen uns... Was? Wir verbergen uns unter der Erde. Über uns ist es nichts als der Tod. Wer die verbotenen Lande betritt, wird einen Weg zur Welt nach oben öffnen und bringt Unheil über die Schmortopfinsel. Frau Wahr! Frau Wahr! Was ist denn, Grandis? Wenn es da oben so schrecklich ist, warum wollen die Leute trotzdem hoch? Weil der Himmel dort oben blau ist. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Sam, du sollst nicht. Du lügst! Kannst du das beweisen? Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, aber natürlich richtig, du bist also eine Fantastin. Hahaha! Nein, bin ich nicht. Es stimmt, ich hab's wirklich gesehen. Was soll ich sagen? Noch eine Lüge. Fantastin. Fantastin, Fantastin. Ich bin keine Fantastin. Ich bin nicht. Dieser Lärm da drin, ne? Genau. Direktorin Tacoma. Sam. Sieht aus, als wenn die Bart hat, ey. Raus mit dir. Du verlässt sofort das Klassenzimmer. Ich bin keine Fantastin. Bin ich nicht. Das stimmt, du hast nicht gelogen. Aber ich zeig's ihnen, beweise es ihnen. Aber wie soll das gehen? Verbotenen Lande. Raus mit dir. Weißhaar steckt in Schwierigkeiten. Sie hat es nicht anders gewollt. Keiner legt sich mit mir an und kommt damit auch noch durch. Okay, sie ist jetzt draußen. Wo ist sie hin? Wo bin ich denn hier gelandet? Hier ist ja nichts. Hä?
Nee. Ist jetzt auf Toilette? Nee. Sam? Sam? Will ich hier nochmal rein? Da kommst du gar nicht ran. Sam! Mit euch hier? Das war alles Feng Shui, hat mir mein Mittagessen im Unterricht geklaut. Meine Mama wird traurig sein, wenn sie erfährt, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Ja. Tja, nun hätte es mir einfach geben sollen. Sam ist rausgestürmt, alter Mann. Willst du sie nicht suchen? Ja. Sam ist aus der Klasse gerannt. Hoffentlich erfährt das die Schulleiterin nicht. Ja. Ich glaube, das weiß ich schon. Na. Geht's wieder zurück nach Hause? Keine Sorge, ich werde der Schulleiterin nichts sagen. Hohohoho. Na hier, Daniel. Schnell, Sam ist auf dem Weg in die verbotene Lande. Ach du Heilige. Du musst zur Mine. Ich schaffe es nicht schnell genug. Eieiei. Ist sie wirklich dahin? Doc, was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie die kleine Sam nach Westen gegangen ist. Du solltest nach ihr sehen. Kinder in ihrem Alter sind so sensibel. Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wahrscheinlich durch den Tunnel durch, ne? Hast du was gesehen? Säulen. Ja, halte Ausschau nach Säulen. Okay. Hier sind Säulen. Sam? Keine Sam. Sam? Wo ist sie nur? Ne. Ist hier noch irgendwas? Sie ist einfach in die verbotenen Lande gerannt. Wir sollten es John sagen. Warum denn, Bruder? Die Kleine kommt nicht zurück. Und solange wir die Klappe halten, weiß es niemand. John weiß es. Oh, hallo John. John, ich meine John, mein Bester. Sam ist in die verbotene Lande gerannt. Er hat's verplappert. Das ist sie. Sie wird dort umkommen. Ich wollte gerade alle überzeugen, sie zu retten. Alter, so ein... Wer war das? Wer hat die verbotenen Lande betreten? Was ist denn hier? Du bist ja wie bei der Stasi. Das ist nicht gut. Der Bürgermeister weiß Bescheid. Ich werde diejenigen finden und sie werden dafür büßen. Such sie schnell, John. Keine Sorge, ich werde dem Bürgermeister nichts verraten. Okay. Was? Was ist das denn? Ach, hier ist eine Kochstelle. Ist ja auch geil. Na gut. War ich hier schon mal? Weiß es gar nicht mehr. Ach ja, jetzt der Aufzug. Aber kurz nochmal kicken. Ob man jetzt hier was machen kann. Ne, immer noch nicht, ne? Warte mal, vielleicht eine Bombe? Nee. Robust wie sonst. Was war das? Schade. War ja klar. Weg mit euch. Puh, na dann, ab nach oben mit uns.